Weißt du noch, als wir uns mal versprochen haben, dass wir zusammen alt werden? Das will ich immer noch. Ich will mit dir leben und für dich da sein. Egal, ob wir reich oder arm sind. Und ich will Kinder kriegen mit dir. Friede? Frieden. Wahr. Ich find's schade, dass wir drei uns zusammen so selten sehen. Also habe ich mir gedacht, Nina, warum ziehst du dich wieder zu uns? Willst du meine Frau werden? Okay, ich nehme alles zurück. Du bist nicht unromantisch. Ja, aber das ist jetzt noch keine Antwort. Wie? Sollte ich die Frage jetzt etwa ernst nehmen? Ja, meinst du, ich mache dir einen Heiratsantrag, weil mir der Gesprächsstoff ausgegangen ist? Nein. Was machst du denn jetzt? Nick, wo willst du denn hin? Damit macht man keine Scherze. Warte! Was soll das denn jetzt werden? Ich weiß, dass Frauen sich das anders vorstellen. Also, Steffi, ich liebe dich mehr als alles andere. Und deshalb möchte ich, dass du meine Frau wirst. War das jetzt zu schmalzig? Nein. Ja, tut mir leid. Rosen und Shampoos war gerade nicht da. Ich will. So klein ist das Zimmer nun auch wieder nicht. Es geht schon. Fühlst du dich doch nicht oft wie auf Durchreise? Nein, ich fühle mich pudelwohl. Da kommt mein Vorschlag vielleicht zu früh. Ich meine, ist zwischen euch doch noch nicht alles geklärt? Entschuldigt. Nein, ist alles in Ordnung. Damit hat's auch nichts zu tun. Sondern? Ach, weißt du, ich habe so oft Spätschicht im No Limits, ja. Und ich würde euch doch ständig aufwecken, wenn ich mitten in der Nacht nach Hause komme. Uns kriegt so schnell keiner wach. Was? Trotzdem, also es ist wirklich einfacher, wenn ich in der Pension wohne. Du meinst, ich gebe zu, mein Vorschlag war nicht ganz durchdacht. Aber lieb gemeint, danke. Ach, jetzt tu doch nicht so, Pate. Du freust dich kein Stück über deinen Gehgips. Tu ich wohl. Glaub ihm kein Wort. Es hat ihm tierisch Spaß gemacht, sich von dir bedienen zu lassen. Okay. Hast mich durchschaut? Hm? Hast du gehört, Kathi? Der nutzt mich nur aus. Tja, das kommt davon, wenn man sich jemanden aussucht, der kein Zimmermädchen hat. Ach, was seid ihr wieder alle nett zu mir? Ja, bei mir, da hättest du es viel besser, Jackie. Ja, das glaube ich kaum. Du suchst doch auch bloß eine, die dir deine Tankstellenklamotten wäscht. Oh Mann, erinnere mich bloß nicht daran. Ist nicht mal das Wahre an der Tankstelle? Nee, überhaupt nicht. Hier kann man die Kunden auch mit Sprit beliefern. Mache ich auch bald wieder. Aber in der Tanke, da muss ich trotzdem weiter jobben. Ich brauche das Geld dringend. Ja, zwei Jobs. Benimm dich nicht. Mein Chef da, der tyrannisiert mich dermaßen seit meiner Kamikaze-Kündigung. Ich kann es mir nicht mal leisten, 10 Minuten zu spät zu kommen. Ja, da macht die Arbeit ja so richtig Spaß. Ich brauche das Geld aber. Ich habe zu Hause x unbezahlte Rechnungen liegen und... Frag doch mal die Schneider, ob sie dir eine Gehaltserhöhung gibt. Ach, keine Chance. Seit ich aus Solidarität zu euch meinen Spontanurlaub genommen habe, kann ich von der keine Hilfe mehr erwarten. Stimmt, das habe ich total vergessen. Naja. Ich hau dann mal ab. Morgen früh um 7 ist wieder Öl wechseln und Autoschrubben angesagt. Viel Spaß. Tschüss. 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 Wie findet ihr das? Schick. Ne? Ja. Mein Gott, ich stehe hier und verschwitze meinen Termin. Kinder, ich muss los. Hm? Ja. Uli, kannst du mir das einpacken? Als Geschenk? Ja. Okay. Hey, danke. Bitte. Ich muss noch schnell Papier von hinten holen. Das ist aber nicht nötig. Also eben habe ich gedacht, ich höre nicht richtig. Mhm. Arno hatte es sicherlich nicht mit ihr besprochen, stimmt's? Natürlich nicht. Sonst hätte ich es mir auch sofort ausgeredet.
Wieso eigentlich? Ich wäre gern wieder bei euch eingezogen. Bitte? Meine Güte, ich falle aber auf alles rein. Aber in einem bin ich mir sicher. Arno schöpft nicht den leisesten Verdacht. Nein, aber ich fühle mich furchtbar. Wir treffen uns in Zukunft nur noch da, wo er garantiert nicht auftaucht, okay? Dass der hierher gekommen ist, das war sicher kein Zufall. Ich glaube, ich habe heute Morgen erwähnt, dass wir uns hier treffen wollen. Na gut, dann sage ich dir jetzt vorsichtshalber nicht, wo es morgen früh hingeht. Hast du Zeit? Wofür? Nur so viel. Den Schal solltest du auf jeden Fall umbinden. Was soll das werden? Das ist die Aktion Patricks Gips soll schöner werden. Welches Motiv hättest du denn gern? Wie wär's denn mit einem Clown? Den macht ihr höchstens aus mir. Jetzt stell dich doch nicht so an. Nein, ihr könnt euer künstlerisches Talent woanders ausprobieren, aber nicht auf meinem Gips. Ah. Jetzt mal zu was anderem. Wollen wir Heino nicht helfen, einen Zweitjob zu finden? Ja, die Heino steht nicht auf Jobsuche hinter seinem Rücken. Das müsste dir doch klar sein. Ich bin doch nicht bescheuert, Patrick. Aber er tut mir halt trotzdem leid. Ach, Heinos Chef wird sich schon wieder einkriegen. Von wegen. Der Typ ist sowas von Horror. Kann sich seine Vorgesetzten eben nicht aussuchen. Ich würde niemals für so jemanden arbeiten. Das musst du ja auch nie. Das geht's nicht. Soll es auch? Hm? Ich sehe schon. Euch scheint Heiner wohl ziemlich egal zu sein. Nein, Kathi, ist er uns nicht. Aber siehst du mal realistisch, er hat keine Ausbildung, er hat kein Studium, dann muss er eben solche Jobs machen. Ich sehe schon, es hat wohl keinen Zweck, mit euch darüber zu sprechen. Schönen Abend noch. Tschüss. Tschüss. Was regt sie sich denn gleich so auf? Ach, so ist sie immer, wenn sie verliebt ist. Sie weiß es nur noch nicht. Das ist ja vielleicht ein Ding. Was denn? Statistisch gesehen kommen die meisten Lottogewinner aus Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen. Liegt abgeschlagen auf Platz 9. Wir sollten uns mal ernsthaft Gedanken über einen Umzug machen. Oh, ohne mich. Hast ja recht. Wozu braucht man einen Lottogewinn? Ist Mama schon weg? Musste früh in die Agentur. Ein neuer Großkunde. Das heißt, wir sind auch so bald reich und ich brauche nicht mehr für irgendwelche dummen Tests lernen. Ja, ob deine Mutter das auch so sieht? Hi, Milli. Hallo, Milli. Ist Mama schon da? Nein. Ach, schade. Naja, dann erfahrt ihr es halt als Erster. Was denn? Willst du es ihnen sagen? Nee, sag du ruhig mal. Was ist denn los? Nick hat um meine Hand angehalten. Ihr wollt heiraten? Mhm. So schnell wie möglich. Ja, meinen Glückwunsch. Gratuliere. Dann bist du wohl jetzt so etwas wie ein Schwiegersohn in spe. Ja, sozusagen. Habt ihr was zum Anstoßen da? Oh, Sekt haben wir nicht im Haus. Ach, egal. Saft macht's auch. Herzlichen Glückwunsch. Nur Mut, du fällst schon nicht gleich hin. Das haben wir aber so lange nicht mehr gemacht. Ach, sowas verlernt man nicht. Gilt das auch fürs Schlittschuhlaufen? Nimm dir ein Beispiel an mir. Völlig furchtlos habe ich das Eis betreten und stehe noch. Sieh, ich bin Fels in der Brandung. Dir soll ich vertrauen, ja? Oh, komm, ich halte dich auch ganz fest. Wirklich? Das weißt du doch. Sag mal, das muss ich aber nicht machen, oder? Doch, die Übung hängen wir gleich hinten ran. Okay, ich sehe schon, ich muss dich irgendwie anders motivieren. Wenn du jetzt zu mir kommst, bekommst du auch einen Kuss von mir. Weißt du, ich komme jetzt. Ich lasse jetzt los. Achtung! Ups! Na komm, ja. Ich glaub an dich! Ja! Ja! Ja. 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 Also ganz haben die jetzt aber noch nicht raus. Ja, komm her, wir helfen ihnen mal. Ich werde nicht mehr zwei Lesben. Na? Du brauchst wohl dringend eine Grippe wegen anstehenden Klausuren. Eben schien noch die Sonne. Ja, auf der Sonnenbank vielleicht. Anstatt hier blöde Sprüche zu kloppen, solltest du mir lieber helfen. Ich krieg nämlich das Verdeck nicht mehr zu. Ich könnte jetzt was über Frauen und Autos sagen, aber ich spaß mir. Was ist kaputt? Ja, ich weiß auch nicht. Aber irgendwie ging's auf einmal nicht mehr. Ich sehe mir das mal an. Was gibt's denn hier schon wieder? Das Verdeck der Dame ist im Eimer. Ja, dann soll sie den Wagen in die Werkstatt bringen. Wir haben genug anderes zu tun. Das ist doch schnell gemacht.
Es wäre wirklich nett, wenn Sie mir helfen. Na schön. Aber das muss ruckzuck gehen. Ja, ja, ich beeil mich. Ist ja wirklich ein Ekel. Man kann sich seinen Chef eben nicht immer aussuchen. Mach mal die Zündung an und dann drück auf das Knöpfchen. Nee, daran liegt's auch nicht. Tja, soll ich den Wagen vielleicht doch lieber in eine Werkstatt fahren? Nee, nee, lass mal. Ich mach das bis mittags fertig und dann kannst du ihn nach der Schule wieder abholen. Und dein Chef? Ach, der beruhigt sich wieder. Gut, dann rufe ich mir ein Taxi. Kinder, ich muss los. Was? Kannst du nicht noch ein bisschen bleiben? Nein, geht nicht. Ich habe einen Termin mit Christoph. Aber wir fahren ein andermal weiter, zum Beispiel, wenn Erika dabei ist. Ja. Ja, blöd, dass sie ausgerechnet heute so früh in die Agentur musste. Ja, sie konnte ja nicht wissen, dass wir kommen. Wie auch. Also, bis dann. Tschüss. Tschüss. Willi, du willst doch jetzt nicht lernen. Doch, ich muss. Ich schreibe gleich einen Test. Schenkst du mir noch was ein, bitte? Was meinst du, Milli? Sollen wir unsere Hochzeitsreise nach Hawaii oder nach Australien machen? Oder nach Martinique? Keine Ahnung. Seychellen wäre auch romantisch. Oh, stell dir mal vor, wir zwei ganz allein auf einer einsamen Insel. Mhm. Ganz allein inmitten von tausenden Touristen. Aber lass uns das später entscheiden, okay? Ja, verstehe, du willst mich überraschen. Vielleicht. Aber ich habe keinen Bock auf Kultururlaub. Keine Sorge. Wolltest du nicht noch ein paar Sachen zusammenpacken? Ach so, ja. Ja, bis gleich. Alles okay? Ja, klar. Wieso nicht? Naja, ich dachte nur, es sah ganz so aus, als würdest du dich nicht richtig über die Hochzeit freuen, was ich natürlich voll verstehen kann. Natürlich freue ich mich. Du weißt doch, dass ich nicht so der überschwängliche Typ bin. Ich freue mich eher im Stillen. Also ist es kein Problem für dich? Nein. Hätte ich sonst versucht, mit Uli und Frank euch wieder zusammenzubringen? Vermutlich nicht. Na also. Und wir vergessen alles, was war. Während Jessicas Hochzeit und danach, okay. War da was? Danke, Milli. Und jetzt hilft deiner zukünftigen zu packen, statt hier rumzusitzen. Das mache ich. Was hältst du von einer Pause? Oh, du willst dich wohl von deinem doppelten Rippenberger drücken, hm? Nee, danke. 10 blaue Flecken reichen mir. Jetzt schon wieder. Anscheinend sorgen wir immer noch für Gesprächsstoff. Komm, 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 komm. Auch wenn die keine anderen Themen haben? Aua. Aua, das hat bestimmt weh, hm? Sag mal, hat dir die blöde Bemerkung vorhin wirklich nichts ausgemacht? Meinung von solchen Leuten interessiert mich nicht, nee, weißt du? Zisch ab. Du bist eine tolle Frau. Ich liebe dich. Soll mir das peinlich sein? Darum liebe ich dich umso mehr. Aber ich war mir früher nicht so ganz sicher, weißt du? Oh. Die beiden wünschten sich wahrscheinlich auch mal wieder so verliebt zu sein wie wir zwei. Sag mal, und das macht dir wirklich nichts aus, so in aller Öffentlichkeit? Was hast du gesagt? Bringst du die Kiste schon mal ins Auto? Ich will mir noch mal schnell was fragen. Ja, mach ich. Was ziehst du denn eigentlich an? Wie? Als Brautjungfer. Ich soll wirklich? Ja klar, wer denn sonst? Allein schon, weil du mich so lieb unterstützt hast, als ich wegen Nick so fertig war. Warte mal. Das gelbe Kleid, das dir Nick zu Jessicas Hochzeit besorgt hat, das hat dir echt gut gestanden. Hast du das noch? Ja, aber... Ja, das ziehst du an. Du sahst so schön aus. Nick fand das auch. Kann ja sein. Aber du willst doch keine Kopie von Jessicas Hochzeit, oder? Nein, natürlich nicht. Unsere wird viel schöner. Ach, Milli, das wird das perfekte Leben. Meinst du, Nick wäre ein guter Vater? Bestimmt. Wollt ihr damit denn nicht noch warten? Ja, im Moment sind natürlich andere Sachen wichtiger. Aber wenn man heiratet, muss man sich auch über sowas Gedanken machen. Sicher. Findest du es spießig, in Weiß zu heiraten? Nein, überhaupt nicht. Wolltest du Milli nicht nur kurz was fragen? Ja, entschuldige, wir haben uns verquatscht. Ich
muss in den Laden. Kommst du? Ja. Ach, Millie, sag Mama doch bitte, dass sie mich anrufen soll, ja? Ich bin zu Hause. Und denk noch mal über das gelbe Kleid nach. Tschüss. Tschüss. Tschüss, Millie. Verdammt, ich hab's geahnt. Herr Böblinger, ich müsste einen neuen Schalter für das defekte Cabrio besorgen. 5724, bitte. Stimmt so, ich nehme dann noch eine Zeitung. In Ordnung. Mach das nach Feierabend. Die Kundin will den Wagen aber schon heute Mittag wieder abholen. Du kannst mich doch hier in der Stoßzeit nicht alleine lassen. Aber schon gar nicht wegen irgendwelchen Reparaturen, die wir gar nicht übernehmen. Herr Böblinger. Das Blondchen soll den Wagen in eine Fachwerkstatt bringen. Sag ihr das. Das kann ich nicht machen. Sie verlässt sich drauf. Willst ihr wohl imponieren, was? Ach, das hat damit nichts zu tun. Aber es wäre doch unprofessionell, ihr zuzusagen und die Kundin dann hängen zu lassen. Na schön. Aber du bist ruckzuck zurück, kapiert? Klar. Ach, da wäre noch was. Hä? Darf ich den Tankstellenwagen ausleihen? Ich will doch keine Autovermietung. Ich tank den Wagen auf meine Kosten wieder auf. Ist das ein Vorschlag? Na schön. Danke. Ja, ich bin viel zu nett. Bitte sehr. Danke. Schönen Tag noch. Herr Jeschke, noch eine Tasse Kaffee? Nichts gegen Ihren Kaffee, aber 5 Tassen sind mehr als genug. Es tut mir wirklich leid. Ich weiß nicht, wo mein Bruder bleibt. Ich glaube, da ist er. Schön, dass du auch noch mal kommst. Der Anwalt ist da wegen der Erbschaft. Ja, ja, tut mir leid. Dringende Familienangelegenheit. Entschuldigen Sie bitte. Das macht nichts. Ihr Bruder hat mich sehr gut versorgt. Guten Tag, Herr Jeschke. Guten Tag. Sie wollen sicher wissen, ob es uns gelungen ist, die Aufgabe, die Herr Grollmann uns im Testament vorgelegt hat, zu erfüllen. Exakt. Nun, es war nicht leicht, aber meinem Bruder und mir ist es gelungen, die 500.000 Mark zu verdoppeln. Tatsächlich? Ja, uns liegt ein Kaufvertrag für den Laden vor in Höhe von 1 Million Mark. Der Käufer hat bereits 400.000 Mark angezahlt. Tja, meine Herren, das hört sich ja gut an. Ich muss das natürlich alles noch nachprüfen. Sicher, ich schlage vor, wir suchen Ihnen die Unterlagen zusammen und senden sie Ihnen dann zu. Die Adresse haben wir ja. Einverstanden. Wie lange wird es ungefähr dauern, bis Sie alles geprüft haben und wir das Geld bekommen? Ja, wenn sich alles so einfach darstellt, wie Sie es eben geschildert haben, dann dürfte es sehr schnell gehen. Wiedersehen. Fein. Fein. Wiedersehen. Sie hören von mir. Er war ja ziemlich geplättet. Tja, das hat er uns wahrscheinlich nicht zugetraut. Ja, aber wir haben es geschafft. 4,5 Millionen Mark. Deshalb nehme ich dir auch deine dringenden Familienangelegenheiten nicht übel. Das will ich doch hoffen. Ich war mit Steffi bei Brandnest, um zu sagen, dass wir heiraten wollen. Im Ernst? Mhm. Als du es heute Morgen erzählt hast, dachte ich, ihr macht einen Scherz. Herzlichen Glückwunsch. Hi. Schule schon vorbei? Mhm. Erika nicht da? Mhm. War wohl ein ziemlicher Schock vorhin, was? Für dich. Du meinst die Hochzeit? Die Ausstellung zeigt jetzt nur. Quatsch, ich hab mich total gefreut. Wirklich? Mach dir keine Sorgen, es ist lieb von dir. Aber mir geht's gut. Hast du Erika noch nicht angerufen? Nein, ich wollte sie nicht stören. Ach, die Besprechung muss längst vorbei sein. Willst du was essen? Ja, wenn du was machst. Kann ich nicht Nein sagen. Brandner hier. Ist Frau Sander jetzt frei? Was soll das heißen? Sie war vormittags nicht. Nein, nein, schon gut. Ich versuche sie über Handy zu erreichen. Wiederhören. Mailbox. Eigenartig. Wo kann sie sein? Nein, das sehen Sie doch. Sind Sie zu all Ihren Kunden so freundlich? Jetzt hören Sie mir mal zu. Mit Ihrer Mini-Reparatur verdiene ich kein bisschen. Dafür bringen Sie mit Ihrem Wagen unseren ganzen Arbeitsablauf durcheinander. Wieso das denn? Heino ist von der Ewigkeit hier weggefahren, um irgendein Teil zu besorgen. Und ich kann den ganzen Laden hier alleine schmeißen.
Hören Sie, es tut mir wirklich leid, wenn Sie meinetwegen Umstände hatten. Ich zahle Ihnen auch gerne einen Aufpreis. Ja, den hätte ich Ihnen sowieso berechnet. Wenn Heino nicht in 5 Minuten zurück ist, schmeiße ich ihn endgültig raus. Er soll uns ein Angebot vorlegen. Faxen Sie ihm das bitte. Ja. Bitte? Frau von Anstetten, Herr Jeschke ist da. Führen Sie ihn herein. Guten Tag, Gräfin von Anstetten. Herr Jeschke, bitte setzen Sie sich doch. Danke. Einen Kaffee vielleicht? Oh, nein, bloß nicht. Gut, dann gehen wir gleich zum geschäftlichen Teil über. Wie pleite sind meine Neffen denn? In 2 Worten. Gar nicht. Wenn die Angaben der jungen Herren stimmen, ist es Ihnen gelungen, die 500.000 Mark zu verdoppeln. Ja, Sie haben einen Käufer für Ihr Geschäft gefunden, der Ihnen 1 Million bietet und bereits 400.000 Mark per Scheck angezahlt hat. Ist das sicher? Es hat sich sehr überzeugend angehört. Natürlich muss ich die Unterlagen noch genau überprüfen. Damit können Sie sich sehr viel Zeit lassen. Die Jungs sollen sich ruhig ein wenig über die Aussicht auf das Erbe freuen, bevor Sie erfahren, dass Fernandos Geld auf wundersame Weise verschwunden ist. Ja, wie Sie wünschen. Wenn ich Sie wieder benötige, setze ich mich mit Ihnen in Verbindung. Auf Wiedersehen. Ich kann mir vorstellen, dass die beiden einen Dummen gefunden haben, der 1 Million für diesen Laden ausgeben will. Irgendwas stimmt doch da nicht. Die Unterlagen werden Ihnen sicher Aufschluss darüber geben. Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Sie werden herausfinden, woher das Geld kommt. Das hat gut getan. Durchgefroren und voller blauer Flecke. Du machst was bei mir mit. Ich spüre jeden einzelnen Knochen. Und weißt du was? Ich genieße es. Ehrlich? Das hat so viel Spaß gemacht. Das nächste Mal klappt es bestimmt noch besser. Dann zeige ich dir meinen 4-fachen Rettberger. Uiuiuiui. Ich könnte jetzt ewig hier so liegen bleiben. Wenn du willst, schlaf doch eine Runde. Ich habe einen besseren Vorschlag. Komm mal her. Was hast du denn? Sag mal, meinst du nicht, du müsstest dich langsam mal zu Hause melden? Vielleicht macht sich da jemand Gedanken, wo du steckst. Ganz sicher sogar. Herr Böblinger, bevor Sie loslegen, es war nicht meine Schuld. Natürlich nicht. Zuerst hat ein Lastwagen die Straße blockiert und dann habe ich die ganze Zeit im Stau gestanden. Das können Sie mir glauben. 20 Minuten lang habe ich diesen blöden Lastwagen... Halt die Luft an, Heino. Das ist mir völlig egal. Dein Job hat jemand anderes übernommen. Was? Sie können mich doch nicht feuern, nur weil ich im Stau stand. Wenn du wüsstest, was ich alles kann. Darf ich dir deinen Ersatz vorstellen? Kathi?